test für den Weg noch ab. Digitale Information ein Gebot. Mietpreisbremse. Mietpreisbremse. Informationen. Informationen? Nee. Das ist, weißt du, Verbraucherinformationsgesetz. Es ist Kontingent, Bedienung. Nee. Vertragsfreiheit, Bedienung. Das bedeutet Gesetz für alle Verbraucherinformationen. Ja. Ich glaube, das ist ja richtig. Verbraucherinformationen gesetzt. Vertragsfreiheit. Mietpreisbremse. Genau. Sowas, ja. Mietpreisvollbremse. Nee, Verbraucherinformationsgesetz. Wunderbar. Wir sind sozusagen Alltagsbotschafter bei iRights. Und wir lernen hier Informationen über Verbraucherschutz. Mit diesem Projekt, es war echt schön, die Sache, dass wir die anderen Leute helfen können. Es ist die Leute, die in Zukunft nach Deutschland kommen wollten. Ich habe viele Informationen von Sven und Olga kennengelernt. Eigentlich haben wir über verschiedene Themen also gesprochen, was wir im Internet gesucht haben. Was für Probleme, die wir hatten, wie wir das lösen können. Eigentlich, ich habe auch schon viel gelernt hier. Eigentlich, ich weiß gar nicht von Regeln in Deutschland. Und jetzt, ich glaube, wir haben viel gelernt über unsere Richter hier in Deutschland. Und ich glaube, das wird gut, wenn wir das weiter nach anderen Leuten geben können. Ja, ich habe persönlich hab ein paar Probleme getroffen. Zum Beispiel, ich war in einem Supermarkt und ich wollte ein Glas, nicht Glas, Plastiktasse kaufen. Und es ist plötzlich von meiner Hand gefallen. Ich habe die Verkäuferin gesagt, es tut mir leid, ich habe das kaputt gemacht, ich will bezahlen. Und sie hat viel gesagt. Und das war, ich glaube, nicht nett. Das war so schlimm für mich. Und danach habe ich den Mitarbeiter hier in iRights gefragt und sie haben mir das sehr gut erklärt. Und sie haben mir gesagt, es gibt die Versicherung und alle Supermärkte, was ist kaputt gegangen. Die Versicherung bezahlt alles und du musst nicht bezahlen. Ja. Also wir treffen uns zweimal pro Monat? Nee, einmal. Zweimal? Zwei Tage? Ja, zwei Tage. Mit dem anderen, mit Olika und Kaj und Fibka. Die Team, iRight Team, haben wir eine Freundschaft oder eine Kontakte manchmal auch gebaut und es war echt schön. Eigentlich, ich glaube, dass wir sehr schwierig Informationen finden können hier in Deutschland. Ich glaube, es gibt keine genug Seite, die wir vertrauen können. Weißt du, deswegen, ich glaube, viele Ausländer machen viele Fehler in Deutschland. Die Leute lernen von Facebook und Facebook, weißt du, jede Person kann, was er will, in Facebook schreiben und in YouTube auch. Ich finde, es wäre gut, wenn die deutsche Gesellschaft uns hilft, ihre Regeln zu verstehen. Dann können wir besser miteinander leben, nicht nur nebeneinander. Ja, genau. Danke Deutschland und danke... Bitte! Danke Deutschland. Bitte. Ich rede. Ja, okay. Was wollte ich sagen? Danke Deutschland! Nee, ja.